Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Soft Bioshock Infinite. So, wir sind wieder zurück. Kleine Anmerkung, ich weiß nicht, ob man den Ventilator hört im Hintergrund. Ja, es ist so sehr, sehr warm gerade in meinem kleinen Grabuff hier drin. Und, naja, leichte Erkältung habe ich noch. Ist noch ein bisschen da, aber wir hauen hier mal rein. Gucken mal, was auf uns zukommt. Kriegen wir irgendwie Munition? Sieht nämlich so ganz fett nach dem Ende aus. Und na gut. Uns fehlt ja einfach an alles. Munition. Ebel benutzen natürlich. Oh! Scheiße, die Wand an. Ah, ich erschrocken. Ja, danke. Stand da gerade nicht mehr? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Ja doch, ich bin wieder im Büro. Okay. Bringen Sie uns das Mädchen. Und tilgen Sie die Schuld. Ernsthaft? Nochmal? Kann ich hier hinten rausgehen? Ja, tatsächlich, okay. Nee, die wollen mich nicht durchlassen. Okay. Boah, war ich wegen diesem blöden Kackvogel erschrocken, ey. Ich hasse sowas. Entschuldigung, wie der Aufschlag. Wow. Oh. Hör auf! Hör auf, tu ihn nicht! Es tut dir leid! Was? Es tut dir... Es tut mir leid. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Das war falsch. Bring mich zurück. Bring mich... Elisabeth! Ich muss sie einholen. Okay. Ah, da runter. Okay. Komm nur, wenn du willst. Ich lass nicht zu, dass du sie holst. Hörst du? Gewieder das Scheißvieh! Ich lasse nicht zu! Okay. Es ist Juli. Da vorne ist auf jeden Fall ein Riss. Oh, ich kriege blau. Elisabeth, kannst du mich hören? Ach, das sind drei Zeichen hier jeweils. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Shit, kann ich also nichts machen. Ich brauche Munition. Verdammt. Oh. Wir laden mal schnell nach die Schrot. Also wir laufen hier gerade mit sehr beschissener Munition rum. Ist das... Was zum Teufel? Manche träumen vom Mammon. Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer.
Man schenkte uns Eden. Wir machten ein Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Okay. Nee, das ist falsch. Damit zielen. Halt, warte mal, sind das die beiden? Nee. Hm. Okay. Drüben ist, glaube ich, nichts. Ist egal, wo lang ich laufe. Okay. Oh, oh, oh. Ruckel, ruckel, ruckel. Okay. Ich will Blut. Shit. Der hat hier nichts. Verdammt. Keine Munition. Aber mal hier. Wow. Okay. Keine Ahnung, warum die jetzt so leuchtet. Aber wir müssen ganz kurz hier mal durchsuchen. Puh. Jetzt ist hier nicht. Wow. Okay. Weil jetzt sind wir schon ohne Moon hier fast. Das ist schon sehr beängstigend. Okay. Ja, naja, die Schrotflinte müssen wir belassen. Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Bitte, bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich wieder in den Turm. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Okay, nächstes Radio anhören. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Naja, wir sind in einer Parallelwelt. So, doppelte Parallelwelt. Da ist ja klar, dass alles irgendwie etwas anders ist, als wir es kennen.
werde ich alles sehen, was sein wird. Glaubst du? Push und kämpfen. Okay. Was schießt denn hier oben auf? Ach, automatisches Geschütz. Stimmt ja. Wo bist du? Okay. Auch nur noch 3 Schuss. Ach, Mist. Ein paar mehr Kugeln. Ja, wir sollen da lang. Und es geht hier einfach alles aus. Munition. Ich soll da rein. Klar. Und wir haben kaum noch Zeug. Puh. Erstmal schnell alles durchsuchen, ob wir irgendwas finden. Das ist schon okay. Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl. Ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Okay, okay. Wir sollen da lang. Okay. Dann durchsuche ich aber erst den Rest hier. Da gucken wir gleich rein. Leer. Mist. Ach, das sind ja Folterbänke. Ach du heilige Scheiße. Der Revolver. Gucken wir mal her. 18. Aber der macht ja auch Instant Kill. Ja, nehmen wir den erstmal mit. Möchtest du mit mir beten? Ich tu mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Ich dachte, man sieht dadurch irgendetwas extra. Aber anscheinend wohl nicht. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee, schade. Na gut. Okay, läuft nicht. Ich lass mal über Wasser einfach. Ich bin Dr. Paddy, Frau Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit.
DeWitt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Da hinten ist er. Ne, die haben ja alle nichts. Aber hier glänzt irgendwas. Okay, so. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das war vernichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Ach so. Sie wollten also Elisabeth töten. Da ist ein Gewehr. Ich kann nicht! Okay, okay. So. Feuer frei! Da oben ist er. Gib auf! Okay, puh. Das haben wir. Da müssen wir zurück, gut. Zu den Toten gehen wir gleich. Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich hab keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Okay. Gucken. 11 Schuss. Wir behalten mal das Gewehr lieber. Und was erhielt der Herr als Gegenleistung für sein Geschenk? Eva und ihren Apfel? Sodom und Gomorra? Die Menschheit bezahlte mit falschen Wechseln. Und nur die Flut konnte die Schuld tilgen. Denn was ist Columbia anderes als eine Arche in einer anderen Zeit? Okay. Zauber ist voll. Okay, schon mal.
12 Kugeln. Nee, daran konnten wir ihn nicht, okay. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit. Trophel, selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist es? Hoffnung. Okay. Oh, was blitzt denn hier denn so? Okay. Wieder eine Handfeuerwaffe. Ich weiß nicht, soll ich die mitnehmen? Ja, hat jetzt einfach mehr Munition. Also, dass die Dinger schon gelb leuchten, ist kacke. Operation. Also ist das. Du hoffst immer noch, dass du mitkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? Was? Okay. Wir haben 6 Monate vertrödelt. Okay. Versuchen wir jetzt hier nicht zu kämpfen. Oh, geschafft. Ein bisschen Munition sparen sozusagen. Da lang. Okay, wir gehen kurz hier rein. Einst versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets, flüchtete gar vor seiner Umarmung, leugnete, dass ich sein Fleisch bin, folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Okay, sie redet jetzt von mir. Also. Heilung ist voll. 18 Schuss. Ne, wir nehmen mal wieder. Die hier. Das sind alles Aufnahmen. Ne, wir können ja sonst nichts mitnehmen. Telefon. Können wir auch nicht sprechen. Okay. Mal so reingucken. Komm, wir gucken mal rein. Ganz kurz.
Okay. Aha. Hm. Na gut. Keine Waffen mehr hier. Alles voll, alles voll. Gesundheit voll, okay. Ah, ein Tonband. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott und immer mehr an Luthes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Okay. Auch voll. Ne, Keimtasche. Also Ausrüstung. Okay. Bei jedem Nachladen, bei jedem erfolgreichen Kill bis zu 5 werden, wird der Schaden von der Waffe erhöht. Vergleich anzeigen. Mütze. Chance bei Nahkampf. Ne, nehmen wir nur mit. Gesundheit ist okay. Okay. Dann gehen wir mal. Soll da die Treppen hoch? Wir gucken natürlich die Räume durch. Nee, Handfeuerwaffe brauchen wir nicht. Ist alles gerade so überstrahlt hier. Das ist ja grauenvoll. Okay, wir sollen also dahin. Achso, wir hätten hier durchgehen können. Ja, super. Fanpost ist auch voll. Okay. Da ist der Schalter. Das erstmal an. Da kommt gleich bestimmt was. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Okay, dann mal. Nee, haha. Ein Moment. Bevor ich diesen Schalter umlege, noch einmal husten, werde ich hier Feierabend machen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ja, was dann passiert. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend und alles Gute und erstmal. Ciao, ciao euch.